Hallo ihr alle, wir sind zurück für ein neues Video. Heute werden wir über Chromebooks sprechen. Mit ihrem modernen und minimalistischen Design ist das Chromebook eine gute Alternative zu Windows. Der Markt wird mit Neuheiten überschwemmt, dass man gar nicht mehr weiß, für welches man sich entscheiden soll. Unsere Top 5 des Tages wird Ihnen helfen, Klarheit zu schaffen. Bevor Sie beginnen, vergessen Sie nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit Sie keinen unserer nächsten Videos verpassen. Los geht's mit der Auswahl des Tages. Wir beginnen mit dem Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. Dieses Chromebook ist ein 2-in-1 Gerät. Das bedeutet, dass das Tablet teilabnehmbar ist und der Tastaturteil ebenfalls. So kann man leicht vom Nützlichen zum Angenehmen wechseln, indem man einfach die Plug-and-Play-Tastatur von seinem Pogo Connect abnimmt. Was den Bildschirm betrifft, so handelt es sich um einen 10,1 Zoll Bildschirm. Der Bildschirm hat eine Auflösung von 1920x1200. Das Panel besteht aus 400 Nits IPS. Er ist von einem ultradünnen Rahmen umgeben, der ihm einen Hauch von Klasse verleiht. Dieses kleine Schmuckstück läuft unter dem Betriebssystem Chrome OS und hat einen 8-Kern-Prozessor MediaTek P60T mit 2,0 GHz. Was den Arbeitsspeicher angeht, so handelt es sich um 4 GB Speicher. Er hat eine Speicherkapazität von 128 GB. Dieses Chromebook startet sehr schnell, laut Hersteller in nur 8 Sekunden. Es ist ziemlich flüssig und wird Ihre Anwendungen sehr leicht öffnen. Was die Kameras betrifft, werden wir sagen, dass sie grundlegend sind. Es gibt zwei Kameras, eine vordere mit 2 Megapixel und eine hintere mit 8 Megapixel. Dies Zubehör hat als Anschlüsse einen USB-C Generation 2 Anschluss. Dieses Chromebook 4 ist minimalistisch. Es ist einfach und kompakt und passt problemlos in jede Tasche. Es wiegt nur 1,17 Kilogramm. Dieses kompakte Zubehör wird vielen gefallen. Sehen wir uns an, warum. Zunächst einmal ist das Design, wie bereits erwähnt, minimalistisch. Trotz der silbergrauen Farbe hat es ein schlichtes Aussehen. Der Rahmen, der den Bildschirm umgibt, ist ziemlich dick. Die Webcam ist zentriert. Sie hat eine Auflösung von 720 Pixel. Was den Bildschirm betrifft, so ist es ein HD-LED mit einer Auflösung von 1366x768. Er ist mit einer Anti-Reflexionsschicht versehen. Er gibt dank seiner Grafikkarte Intel UHD Graphic 600 eine schöne Optik zurück. Dieses Chromebook arbeitet mit Chrome OS. Es hat einen Dual-Core-Prozessor, Intel Celeron-Prozessor N4000, 4 GB RAM und 32 GB Flash-Speicher. Mit dieser Leistung kann dieses Chromebook eine Vielzahl von Aufgaben ohne Fehlerrisiko ausführen. Was die Anschlüsse betrifft, so verfügt es über einen USB 3.0 Anschluss, einen USB-C Anschluss, einen Micro-SD-Kartensteckplatz und einen Audioanschluss. Es ist mit Bluetooth 4.0 und Wi-Fi ausgestattet. Was die Akkulaufzeit betrifft, so hat sie eine Laufzeit von 12,5 Stunden. Wenden wir uns nun den HP Chromebook X360 zu. Dieses Produkt ist technisch anständig und nicht nur technisch, wenn man es sich leisten kann. Es hat eine schöne Verarbeitung und ist zudem kompakt. Dieses Gerät wiegt nur 1,65 Kilogramm. Es lässt sich also leicht transportieren. Was seinen Bildschirm betrifft, so handelt es sich um einen Touchscreen. Wir haben es hier mit einem 14 Zoll Bildschirm zu tun. Das Panel besteht aus IPS. Es ist mit Corning Gorilla Glass NBT beschichtet und hat eine Auflösung von 1920x1080. Schauen wir uns seine Leistung an. Wir sind bei einem Intel Core i3 mit einem Arbeitsspeicher von 8 GB RAM. Was den Speicher angeht, so beträgt er 128 GB. Was die Akkulaufzeit betrifft, so hält er 13,5 Stunden durch. Dank Chrome OS sind die Leistung und die Akkulaufzeit optimaler, sodass Sie ein gutes Nutzungserlebnis haben. Dieses Chromebook ist mit einem 360-Grad-Scharnier ausgestattet, so können Sie es ganz einfach in ein Tablet verwandeln. Mit seinem kalibrierten Bildschirm und seiner guten Leistung gehört das Acer Chromebook zweifellos zu unserer Top 5. Schon allein das Design gefällt uns. Es hat einen 14 Zoll Bildschirm, der durch Corning Gorilla Glas geschützt ist. Es hat einen IPS-Channel. Dieses Chromebook ist 360 Grad konvertierbar, sodass Sie es ganz einfach in ein Tablet verwandeln können. Was die Leistung angeht, so verfügt es über einen Intel Core i7 Prozessor der 11. Generation. Es hat einen Arbeitsspeicher von 8 GB. Bei der Festplatte handelt es sich um eine 64 GB Festplatte. Damit bietet er ein optimales Ergebnis, wenn man eine Aufgabe erledigt. Zu einer solchen Leistung kommt ein guter Akku. Um einen ganzen Tag lang durchzuhalten, ist dieses Chromebook mit einer Schnellladefunktion ausgestattet. In nur 30 Minuten können Sie den Akku auf die Hälfte seiner Kapazität aufladen.
Wir schließen unsere Liste mit dem Asus Chromebook Flip C434 ab. Dieses Chromebook hat alles, was man braucht, um seinen Reizen zu erliegen. Es hat eine silberne Farbe, ist robust, leistungsstark und stilvoll. Was will man mehr? Der Bildschirm ist von schmalen Rändern umgeben. Er ist ein 14 Zoll Bildschirm. Das Panel besteht aus IPS und hat 300 Nits. Er hat eine Auflösung von 1920x1080. Dieses Zubehör bietet sehr klare und helle Bilder. Was die Leistung betrifft, hat es drei Optionen, nämlich Intel Core i5, M3 oder i7. Er hat einen Arbeitsspeicher von 4 oder 8 GB. Mit einer solchen Leistung wird dieses Zubehör jede Anwendung leicht öffnen. So können Sie arbeiten oder sogar Musik hören, ohne dass er ein Problem darstellt. Apropos Musik, dank des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers liefert er einen klaren Sound. Dank des Lithium-Ionen-Akkus können Sie das Gerät einen ganzen Tag lang nutzen. Dieses Chromebook der Spitzenklasse wird Sie nicht enttäuschen. So Freunde, das war's. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Top 5. Wenn es Ihnen gefallen hat, zögern Sie nicht, auf den kleinen Daumen zu klicken. Hinterlassen Sie uns auch einen Kommentar, um zu sagen, was Sie von unserer Top 5 halten. Wir sagen bis bald, auf Wiedersehen.